Der Dokumentarfilm Das Phänomen Bruno Gröning läuft nun seit 15 Jahren weltweit in den Kinos. In diesem Jahr haben wir diesen Film auch auf YouTube in 36 Sprachen aufgeschaltet. Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler. Ich stehe für den Bruno Gröning Freundeskreis, einer der weltweit größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege, der in sehr vielen Städten Gemeinschaften hat, die sich regelmäßig treffen, um die Lehre Bruno Grönings kennenzulernen. Diese Treffen sind offen, kostenlos und jeder Interessierte ist herzlich willkommen. Bruno Gröning war einer der größten Heiler, der in den 50er Jahren weltweites Aufsehen erregt hat durch seine sensationellen Heilerfolge. Tausende Menschen sind von der ganzen Erde zu ihm gekommen, um nach dieser fürchterlichen Kriegszeit wieder Hilfe und Heilung zu erlangen. Der Dokumentarfilm Das Phänomen Bruno Gröning läuft nun seit 15 Jahren weltweit in den Kinos und hat Hunderttausende Besucher erreicht. In diesem Jahr haben wir anlässlich des 15-jährigen Jubiläums eine weltweite Lichterkette arrangiert und bei diesen Kino- und Beamer-Aufführungen wurde der Film 800 Mal weltweit gezeigt. In diesen 3 Wochen der Lichterkette haben wir diesen Film auch auf YouTube in 36 Sprachen aufgeschaltet. Es wurde ein sensationeller Erfolg. Ergreifende Kommentare haben uns erreicht. Da erzählt uns eine Frau, dass sie nach dem Sehen des Films spontan kein Bedürfnis mehr hatte zu rauchen. Entzugserscheinungen blieben aus, was sie so noch nie erlebt hatte. Auch die schwere 15-jährige Depression ist wie weggeblasen. Ein anderer schreibt, dass er so berührt ist, dass er den Film allen seinen Freunden sofort weitergeleitet hat. Aber lesen Sie selber. Zahlreiche Zuschauer nutzten das Kontaktformular auf unserer Webseite, das ich Ihnen hier oben mal einblende, und baten um weitere unverbindliche Informationen. Die großartigen Zahlen, Sie sehen das an den Klicks, an diesen Filmen, zeigen ein so außerordentliches Interesse, dass wir uns entschlossen haben, diesen Film auf YouTube stehen zu lassen. Möge dieser Film vielen Menschen Trost, Hoffnung und auch Glauben bringen. Und nun wünsche ich Ihnen vom ganzen Herzen das Allerbeste für Sie, für Ihre Familie und für Ihr ganzes Leben. Ihr Dieter Häusler.